Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Asyl ist ein humanitäres Grundrecht. Da geht es erstmal darum, ob jemand Schutz braucht oder nicht, nicht ob er die deutsche Sprache kann oder was für eine Ausbildung er oder sie hat. Aber wenn diese vielen Menschen nun schon einmal hier sind und überwiegend hier bleiben, dann wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir denen nicht ermöglichen würden, möglichst schnell sich in dieser Gesellschaft einbringen und zurechtfinden zu können. Das ist jedenfalls die Grundposition und Haltung der Sozialdemokraten. Wir haben jetzt die Chance, aus dieser gigantischen Herausforderung eine Win-Win-Situation zu machen. Und das tun wir mit diesem Integrationsgesetz. Und da schaue ich noch mal zur Kollegin Dadelen. Ich erwarte ja von der Opposition Kritik. Das ist auch richtig so. Dafür sind Sie auch Opposition. Ich erwarte aber genauso, dass Sie sich das Gesetz mal anschauen und reinlesen und genau anschauen, was auch drinsteht. In dem Gesetz sagen wir, was wir erwarten, aber vor allem eröffnen wir Chancen auf Teilhabe, zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Die bürokratische Vorrangprüfung wird an vielen Stellen der Bundesrepublik ausgesetzt werden. Wir öffnen die Ausbildungsförderung, etwa die Berufsvorbereitung oder die assistierte Ausbildung und auch die Berufsausbildungsbeihilfe weiter. Und vor allen Dingen will ich noch mal auf die sogenannte 3+2-Regelung eingehen. Bisher war es so, viele Unternehmer, Unternehmerinnen wollten gerne oder wollen gerne Flüchtlingen einen Ausbildungsplatz organisieren. Sie schrecken aber dann zurück, weil sie nicht wissen können, was etwa in einem halben Jahr ist, ob dann der Flüchtling noch da ist oder ob er schon wieder abgeschoben worden ist. Dem setzen wir jetzt eine sehr sinnvolle Regelung entgegen. Wer eine Ausbildung beginnt, erhält eine Duldung für die gesamte Dauer der Ausbildung und nicht vielleicht oder unter Umständen, sondern er oder sie bekommt diese Duldung. Und das gibt Rechtssicherheit für die betroffenen jungen Leute, aber eben auch für die Unternehmen. Danach gibt es die Möglichkeit, 2 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, um weiter zu arbeiten oder 6 Monate nach einem Arbeitsplatz zu suchen. Und das ist ein grandioser Schritt für die Unternehmen und auch für die Menschen. 70% der zu uns Gekommenen sind unter 30 Jahre alt. Das wird die duale Ausbildung auch in Deutschland weiter stärken. Und das wünschen wir uns doch auch alle. Es ist ein gutes Gesetz, über das wir hier sprechen, aber es gibt sicherlich auch die ein oder andere, den ein oder anderen Punkt, wo es noch besser werden kann. Viele fragen sich beispielsweise in meiner Fraktion, warum gute Bleibeperspektive strikt ab 50% gilt und etwa nicht für Menschen, die aus Afghanistan kommen, wo die Schutzquote derzeit bei knapp 50% liegt. Das ist eine spannende Frage, über die wir sprechen sollten. Aber auch bei der Ausbildungsförderung und der 3+2-Regelung sollten wir vielleicht noch mal